unsere Bemühungen führten zu nichts. Im Jahr 2306 des ISO-Zeitalters traf die Sonne meine einst große Zivilisation mit voller Wucht. Ich perfektionierte die Arbeit von Konsus und machte sie mir zu eigen. Ich rettete die Essenz von Aitas Brillanz und fügte sie in die DNA eurer rebellischen Art ein. Ich überließ ihnen einer unbekannten Zukunft, um wiedergeboren zu werden. Wieder und wieder. Ich kehrte zum großen Tempel zurück. Ich legte meinen physischen Körper ab und betrat das Grau. Doch die sture Minerva und der närrische Jupiter entdeckten mich und versiegelten den Tempel. Eingeschlossen wartete ich, bis mir eure Technologie eine Rückkehr ermöglichen würde. Das Warten hat nun fast ein Ende. Cool, heißt das, die kommt bei dem Spiel jetzt wieder? Oder im nächsten? Gute Frage, nächste Frage. Ach ja, und Minerva war ja nicht die jetzt, die mit uns die ganze Zeit spricht, sondern die andere aus dem dritten Teil, die uns noch gewarnt hat. Wir sollen nicht uns umbringen und uns opfern und die Weltherrschaft und bla. Weil das Ende war sowas von geil. Boah. An alle, die jetzt Teil 3 noch nicht gespielt haben, holt es nach. Definitiv, holt es nach. Gab's jetzt sogar umsonst von Ubisoft. Wegen 30. Geburtstag und so. Wieso hörst du auf zu laufen? Nur was ich schade fand, die hatten... Ja... Wie soll man sagen? Auf einmal eine neue Figur mit reingebracht, ne? Mit Connor auf einmal, weil die ganze Zeit hat man Ezio gespielt. Und auf einmal kommt dann da einer... Neuer. Okay, ich sag nicht, dass er schlimm war. Ich fand den auch cool. War was anderes, diese indianische Art... Auch die Fremdsprache und alles. Fand ich schon sehr interessant. Machst du mal die Truhe auf? Danke. Ich bin mich gerade am Unterhalten, also tu, was ich dir sage. Mein Ruf, der kaputt geht, nicht deiner. Gott. Ey, du sollst runter. Alter, willst du mich ver... Du willst eine Respektschelle, kann das sein? Mann. Oh, Flak kaputt. Wow. Ich wollte eigentlich ins Wasser springen, aber okay. Hui. Okay, das ist näher. So, Spion im Versteck wird betreten. Ach du Scheiße. Ach du heilige Macaroni. Geht's euch noch gut? Okay, da ist das. Nee, das ist zu weit weg. Verdammt! Ah ja, lass mal die sich mal töten. Nummer uno. Due. Tres. Lalalala. Militärische Ausrüstung der Spione zerstören. Jetzt darf ich das auch noch machen. Okay. Ja, klar.
Dum, 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 dum. Ja, komm her. Komm. Komm, Schätzchen. Komm. Wow, wow. Na, na, na. Das ist der letzte Kampf. Viel Spaß. Ja, ist ja gut. Ich sehe wieder nichts. Ehrlich, Typ? Wie lange brauchst du zum... Boah. Upsala. Ach so. So. Dup, 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 fall lassen. Anzünden. Oh. Hi. So, wir sind Action Hero, ne? Action. Ich bin ein Action Hero. Ich nehme die Nummer 3. Sir, kommst du da? Da, explod. Tragen. Na, die super Flak. Was zum Teufel? Nein. Guck, guck. Wer hat dir das? Na, komm her. Tschüss. So, dich krieg ich auch. Na? So. Ach, da hinten. Nö, ich entkomme noch nicht. Ich brauche erst das da. Und... Hi. Das sollten Sie nicht nochmal versuchen, Miss. Halt doch den Bagger. Halt doch nicht dich tragen. Geh mal weg. Ey, das da bitte. Und ich müsste bitte das Auto in die Luft jagen. Verlassen. Die Explosion schauen wir uns aber ganz cool an. Danke. Spider-Man verabschiedet sich. Ba, 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 ba. Ui. Belohnung. Bam. Schnittergürtel. Na gut. Was kriegen wir jetzt zu hören? Wir müssen keine Feinde sein. Ich beabsichtige, euer Zeitalter in etwas Größeres zu verwandeln, als ihr es euch derzeit vorstellen könnt. Du hast doch was Falsches geraucht, Madame. Spionversteck abgeschlossen.
Ja. Und jetzt? Wo denn? Hä? Ja, wo ist denn der? Da nicht, da nicht. Ist das das? Aber nee, da war ich ja schon. Achso, nee. Nee. Okay, dann machen wir das. Mal wieder. Schon wieder. Guck, guck. Hi. Was lässt du mich? Ich hab dich gerade nicht so verstanden. Was lässt du mich? Hallo? Ich würde gerne die Luftabwehr da einnehmen. Eine Kiste. Dankeschön. Joa. Gleich schweben. Zack. POC, sei leise. Hallo? Einmal bitte hier dran. War dein Fehler, Junge. Adios. Hallo, Ladies. Was soll das? So, danke schön. Zweite Welle. Wir sind ja die gleiche Leben, aber. Wow. Tschüss, Ladies. Bam, 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 bam. Loyalitätslevel 1. Sauber. So, oh, und jetzt haben wir da den letzten. Der Meisterspion. Ja, lustig, wenn die jetzt Churchill dahinstellt. Aber können sie ja nicht. Churchill ist ja ein Held der Nation. Wo willst du hin? Ach komm schon. Ah. Also irgendwie hier hat die. Gehst du mal da hoch, danke.
Bam, bam. Komm da. Da die Leiter. Leiter. Danke. So. Hier komme ich noch nicht. Ui, Haken immer weiß, wo ich hin muss. Okay, nicht immer. Du, 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 du. Na hallo, Mr. Churchill. Miss Fry hat den Standort des finsteren Spionagekults entdeckt, der unsere Straßen heimsucht. Ihr kennt eure Befehle, Leute. Folgt ihr nach und lasst uns London von dieser Plage befreien. Das hat sich gerade russisch angehört. Cool. Ich kann einmal im Kreis laufen. Kriegt ja keiner mit, ne? Na komm, hoch und runter. Hoch. Ob die mir wirklich folgen? Komm, zack. Mann, die haben ein Speed drauf, die Boote. Noch nicht. Hier rüber? Nein. Ich warte lieber. Oh, ich kann doch rüber. Will ich mich jetzt verarschen? Komm, hoch auf die Kiste. Zack, zack. Zack. Puff, puff. Achso, hier war ich ja eben schon. Kiste öffnen. So, bam. Wow. Ich hör's auf. Oh, wow, 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 wow. Komm hoch jetzt. Ah. Wow. Das Hauptquartier infiltrieren. Aber wie? Ja, bestimmt da drüben. Na, schon eine Frau fliegen gesehen? Ehrlich jetzt? Lebens geahnt, bis ich die Klinge in sein Herz bohrte. Die Explosion verlief genau wie geplant. Diese Dokumente könnten kriegsentscheidend sein. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Wow, was für ein Versteck. Die gute alte bewährte Art. Ey. Ruf mal deinem Kollegen. Fuck. Puh.
Klar, alle drei kommen direkt, komm. Lässt du ihn mal durch? Bitte? Dankeschön. Danke. Ach, wisst ihr mal was? Meine Geliebte, guck, guck. Du wirst mich nicht aufhalten können. Oh, komm schon, wirklich? Ja. Ach, wie süß. Das weiß ich. Oh, ich wollte nicht schießen. Ach komm schon, wirklich? Ach komm schon. Au. Wow, 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 wow. Ja. Na komm, jump runter, Madame. Jetzt lauf. Hi. Gut, dass London so eckig und winklig, eckig und winklig ist. Exzellente Arbeit. Der Anführer ist tot, genau wie seine bizarren Jünger. War es das dann? Nun, wir haben immer noch Krieg. Dann haben wir ja beide Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Gehen Sie in dem Wissen, dass Sie unserem Land gut gedient haben. Danke. So, das waren wohl die Missionen mit Churchill. Was kriege ich jetzt wieder um die Ohren? Tötete, war mein Gatte Aita, wiedergeboren. In dieser Zeit bekannt als ein Weiser. Ich danke dir, dass du sein Schicksal aufgedeckt hast. Sein Muster wird dem meinen hinzugefügt. Vielleicht glaubst du wie andere Assassinen vor dir, dass es deine Pflicht ist, mich zu bekämpfen. Oh ja, und sowas von. Es war ein Assassine, der mich aus meinem Kerker befreite. Ja. Ich bin nicht mehr länger die, die zum Warten verdammt ist. Ich bin die Mutter der Weisheit. Ich bin der Nexus aus Fleisch und Maschine. Ich bin Juno. Und wenn der größte Assassine deiner Generation sich meiner Sichtweise anschließt, dann kannst du das vielleicht auch. Ooh.
Ja, das waren jetzt nette Referenzen an Desmond Miles. Wir waren ja der, sie damals freigelassen hat im dritten Teil. Und Juno war ihr Name. Genau. So, hier haben wir eigentlich jetzt alles. 100% haben wir geschafft. Gut. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich mal das Fenster treffe, können wir uns vom Acker machen hier im Ersten Weltkrieg. Wir haben alles geschafft. Komm hoch. Hoch. Oder so, geh da rüber. Ui, wow. Die Animation war neu. Gut, dann gehen wir mal wieder in, naja, in unsere Zeit von Mami. Aber nett, dass sie genauso aussieht wie ihre Mutter. Ob wir noch eine Mission kriegen, wo wir vielleicht Jacobs Sohn, Tochter spielen? Wer weiß, also ich nicht. Ich bin gespannt drauf, wie es weitergeht hier. Besonders auch dieses Jahr, 2017, endlich ein neuer Teil kommt. Adios, Erster Weltkrieg. Ich empfange jetzt keine Zeichen von Netzwerkstörungen mehr. Was ist da drin passiert? Es ist so viel passiert. Ich bin kurz in die Zukunft gereist. Aha. Ich mache bestimmt keinen Kampfclub. Aha. Schön. Ja, weiß ich alles. Geht's dir gut? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich dachte, du wärst tot. Keine Sorge. Eck lebt noch. Nö. So. Moment mal, wenn wir jetzt Jacob nehmen, reisen wir dann mit ihm in seine Zukunft? Vergangenheit. Das müssen wir mal testen. Ja, mache ich mal. Irgendwann. Ehrlich, Leute. Echt, Cops. Toll. Jetzt habe ich ihn gerettet und weg ist er. Ja, das machen wir schön später. Wo ist mein Zug? Da ist mein Zug. Schnellreise, ja. So, jetzt mal gucken, was ich hier noch ein paar Sachen habe. Da sieht das schon viel besser aus. Aber Tochter hat genau die gleiche Figur wie... ja, Figur sowieso, aber auch die gleiche Frisur. Interessant. Ja, bin doch gerade dabei, aber nicht deswegen. Sondern eher wegen anderen Sachen. Erstmal meine Kohle holen. Da ist mein Tresor. Jetzt vorne oder hinten?
Das war Kleidung. Zack. Ah. Da. Ja, ja. Machen wir auch noch. Stimmt, was? Ich wollte ja Fähigkeiten. 7 Stück. Und zwar das hier. Bam. Schleichen 3. Sie haben ein neues Level erreicht. Level 6. Yeah. Ey. Ach, wirklich. So. Wow. Okay. Hinrichtung. Was kaufen wir? So, jetzt. Moment. Hallo. Okay. Inventar. Waffen. Oh, wir haben mal gut Kohle. Wow, das Ding haut rein. Upgrade 3500. Ja. Okay. Omega haben wir ja alles. Schusswaffen haben wir. Können wir die verbessern? Upgrade 2000. Reflexschussgenauigkeit. Na gut. Das passt immer besser. Das ist gut, ja. Okay, wir müssen auch noch irgendwas. Boah, was ist denn jetzt los? Irgendwas für die Gang machen. Wow. Können wir irgendwas machen? Aha. Ach komm, machen wir das. So, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Herstellung. Upgrades. Ja. Kaputt. Na gut. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid.